Wir sind diese Woche 50 Kilometer südöstlich von München im Landkreis Miesbach und zwar am schönen Schliersee. Der Markt Schliersee besteht aus den Ortsteilen Neuhaus und Fischhausen. Urkundlich erwähnt wurde der Ort das erste Mal im Jahre 779, als dort ein kleines Kloster entstand. Heute leben in der Gemeinde ca. 7000 Einwohner. Mit dem Zug sind sie in einer Stunde am Bahnhof Schliersee. Wir haben drei Jungs getroffen, die einen eigenen Fischladen eröffnet haben, waren in einer Dirndlmanufaktur und haben Bayerns ältestes Bauernhaus besucht. Was dieses gusseiserne Türchen hier mit der heutigen Sendung zu tun hat, das erfahren Sie jetzt, weil den, den wir jetzt treffen, den kennen Sie bestimmt. Denn wir sind im Freilichtmuseum von Deutschlands erfolgreichstem Skirennläufer aller Zeiten, von Markus Wasmeier. Also Markus, wie bist du auf die Idee gekommen, hier so alte Bauernhäuser aufzubauen? Wie kam es dazu? Ja, das ist eigentlich relativ früh passiert. Und zwar, wie ich so 11 Jahre alt war, hat mein Vater schon immer mal den Traum gehabt, so ein kleines Häuschen zu haben. Und hat dann auch eins gefunden und das haben wir dann zusammen abgebaut. Das heißt, ein Blockhaus, das von oben nach unten oder die Balken für Balken abgebaut wird. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe gehabt, den Plan zu zeichnen, auch zu nummerieren, weil da muss ja jedes einzelne Stück eine Nummer haben. Ist eigentlich alles gut gegangen, bis auf den 13. Balken. Der hat uns dann beim Aufbauen ein bisschen Probleme bereitet. Der war nicht mehr da, oder was? Den hat es gar nicht gegeben, aber ich habe ihn halt drin gehabt. Wie alt warst du da? 11 Jahre. 11 Jahre alt, da hast du da schon so richtig mitgezeichnet. Aha. Und dann habe ich mein 9-jähriges Studium hinter mir, sodass ich mit 14, 15 ja schon in die Lehre gegangen bin. Und habe dann auch eben Malerlehre gemacht, um den gleichen Beruf vom Vater zu lernen. Der war Lüftelmaler, gell? Genau, Kirchenmaler und Restaurator. Und so habe ich dann gearbeitet und wie gesagt, mit 15, 16 habe ich dann meinen ersten Dachstuhl gemacht und das war das eigene Haus. Das war das eigene. Und war das auch schon ein altes, denkmalgeschütztes Bauernhaus? Genau. War wirklich schon genau, richtig? Das war aus dem frühen 18. Jahrhundert. Und kurz darauf, also in meiner aktiven Zeit, habe ich dann meinen eigenen Hof transferiert. Das war 87, das war kurz vor Calgary. Aber warum hat man das transferiert? Also ja, das nennt man transferieren, das heißt, ein Originalstandpunkt kann sich nicht mehr stehen bleiben. Ja. Und also da muss das Haus weg und dann überlegt man, genau, was macht man damit. Genau, der Bauer kann nichts mehr anfangen damit, der hat schon daneben ein neues gebaut und somit wird praktisch das Haus Balken für Balken, Leiste für Leiste, wird alles nummeriert. Da muss man sich vorstellen, da steht dann bei so einem normalen Hof, so wie jetzt die Gaststätte jetzt ist, 800 Kubikmeter Holz liegt dann da. Jede Leiste, wenn da keine Nummer drauf ist, da bist du fertig. Verratst, da. Ja, unser Maxl, der ist ja jetzt voll im Bilde, gell? Ja, da will ich hier. Warte, komm mal her da. Aber das ist doch schön. So, ja. Und dann, baust du halt so, wie du es abgebaut hast, wieder auf. Ich sage immer, das ist wie Erwachsenen-Lego spielen. Das ist eigentlich nichts anderes. Das hast du während deiner Skikarriere, hast du dann so ein Bauernhaus auch noch aufgebaut? Genau. Das ging nebenher. Der ist aus dem 13. Jahrhundert und da waren auch alte Gemälde drauf. Ja. Das war wieder mein Vater dann der Spezialist dafür. Und so ist die Liebe zum Bauen. Und was ist, gibt es nichts Tolles, als wie wenn du was handwerklich aufbaust und danach sehen kannst, wow, das schaut doch was aus. Und dann wohnst du selber drin. Ist doch geil, oder? Und du wohnst doch immer noch in dem Haus. Geil. Mhm. Hier, auch jetzt einfach heute ein traumhafter Tag. Gell? Ja, lässt dich schon leben hier. Und im Endeffekt ist mein Haus, wo ich drin lebe, oder meine Eltern, genau gleich, wie wir es da im Museum haben. Ja. Natürlich mit den Bequemlichkeiten, dass eine Fußbodenheizung oder eine Wandheizung drin ist, was ja da bei den alten Häusern ja nicht ist. Und beschreib doch mal, was gibt es jetzt hier alles für Häuser? Ja, also wir haben insgesamt, habe ich bis jetzt 20 Häuser transferiert. Das heißt, mit neben kleinen Haus, vom Backofen natürlich angefangen bis zu den größeren. Da haben wir das Hauptding, ist natürlich die Gaststätte, das ist auch mit einer Brauerei bestückt, wo wir Bier brauen wie vor 300 Jahren. Und natürlich auch dementsprechend die kulinarische Seite. Aber Bierbrauen wie vor 300 Jahren, ist es so viel anders gewesen, als es, wie man heute braut? Von Ablauf vielleicht nicht, aber von den Gegenständen. Also bei uns gibt es alles nur mit der Hand gerührt. Und da reden wir jetzt nicht von einem kleinen Kochtopf, sondern der Kochtopf fast 1000 Liter. Und man schöpft mit den Eimern praktisch von links nach rechts, was sonst die Pumpe ist. Und was dann auch noch kommt, ist die offene Gärung, also natürlich Kühlschiff. Gibt es noch bei anderen Brauereien noch genauso. Mit dem auch mit Holz befeuern, also das muss man auch regulieren können. Gibt es auch noch zum Teil,
Aber wo es dann wirklich extrem wird, ist bei uns die Lagerfässer. Das heißt, unsere großen Tanks, die wir haben, sind nicht aus Edelstahl, sondern aus Holz. Und die müssen wir jedes Jahr auch wieder pichen. Das heißt, das Pichen ist ein Baumharz, das dann innen angelegt wird im Fass, um praktisch die Neutralität zu bringen. Also das Bier darf keinen Kontakt zur Eiche in dem Fall kriegen. Also es ist nicht so, dass da der Geschmack vom Holz rein soll oder sowas. Das kann er vielleicht einmal sein, aber dann kannst du das Fass wegschmeißen, weil diese Bierhefe, was drin ist, würde das Bier das nächste darauf folgende sauer machen. Okay. Also dann hast du ein saures Bier, kann man auch verkaufen. Okay. Wenn so einer trinken will, okay, das ist jetzt so nicht mein Ding. Und kann man das bei euch sogar anschauen, das Bierbrauen? Das kann man Bierbrauen sogar selbst. Selber? Also das heißt, jeder Braugang bei uns, und der findet jede Woche statt, ein- oder zweimal, machen wir mit Gästen. Und das ist halt der Erlebnisfaktor. Und dann kommt noch dazu, dass unser Bier ja 6 bis 7 Wochen lagert in diesen Tanks. Fast schon ein Problem, wir sind die einzigen Picher noch für die Größe. Und es gibt keinen Fassbauer mehr, der originale Bierfässer noch machen will. Ja, weil das ist so, die müssen ja bis zu 4 Bar aushalten. Was ein Weinfass ja nicht braucht. Ein Weinfass ist ja immer offen, das hat ja keine Gärung in dem Sinn, dass da jetzt Druck entsteht. Das brauchen wir aber mit CO2, also dass eine Kohlensäure drin entsteht. Und das macht keiner mehr. Ja, wer macht euch die jetzt? Macht ihr die jetzt selber? Wir müssen da relativ viel umeinander schauen, dass wir da immer wieder die Fässer ergänzen. Das Pichen müssen wir selber machen. Ja. Und da sind wir wirklich die Letzten. Und wenn man so viel von der Kunst des Bierbrauens redet, gönnen Sie sich doch einen Schluck, denn wir machen eine kurze Unterbrechung. Wir sind am Schliersee und Markus Wasmeier erzählt uns von seinem Freilichtmuseum. Was kann man noch alles sehen hier? Ja, ja gut, das ist jetzt das Kulinarische, natürlich Schnapsbrenner, die haben wir am Handwerker da, die natürlich vom Schmied begonnen bis zum Drechsler, bis zum Schreiner, bis zum andere Zünfte wie Weber sind noch da und Schuster. Also es ist eigentlich immer egal, ob du was für einen Wochentag, dass du kommst, es ist immer eigentlich Leben herin. Die Tiere laufen frei rum. Und ich meine, die Weber oder Schuster und so weiter, das sind ja, sind das Schlierseher, die auch noch ihren Betrieb in Schliersee haben und dann einfach hier es zeigen? Ganz unterschiedlich. Manche kommen halt einmal in der Woche oder beziehungsweise im Monat bloß einmal, je nachdem, was für Gewerk das ist. Zum Beispiel jetzt der Uhrmacher, der kommt aus Bad Tölz. Und das ist so faszinierend, das alte Uhrmacherhandwerk, wenn man das sieht, wie der mit den kleinen Rädchen arbeitet und vor allen Dingen dann sogar die kleine Armbanduhr, die man von seinem Urgroßvater geschenkt gekriegt hat, kann er auch noch reparieren, bis zur Kirchenuhr. Das sind so diese, ja, das ist, ich will den Handwerkern auch diese Plattform zu zeigen, um auch die Wertigkeit des Handwerks. Wenn ein Schmied ein Messer macht, dass man das einfach nicht für den gleichen Preis kriegt, das was von China kommt. Dass ein Lebensmittel wie Bier viel Arbeit dahinter ist. Dass Brotbacken, jeden Tag Brotbacken mit der Hand, also so wie das Brot, dahinter ist der große Backofen. Und das ist einfach allein schon so was Elementares. Wasser und Brot, sagt man ja, das braucht man zum Leben. Und wenn man das riecht und sieht, wie das gemacht wird oder es selber mitmacht, wenn Kinder wollen Brot backen, ein Wahnsinn. Das ist natürlich, jeder ist mehr weiß, als wie es eigentlich im Brot drin ist. Aber es ist so, ja, so was Elementares, diese Wertigkeit zu geben. Machst du da selber auch noch richtig mit? Logisch, ich bin ja neugierig. Meine Neugier endet eigentlich nie, denn ich will eigentlich alles und so war es beim Bierbrauen auch. Ich habe keine Ahnung vom Bierbrauen gehabt. Und habe ich gesagt, und alle anderen Brauer sagen zu mir, das geht nicht, das Bier kannst du jetzt mal wegschütten. Und haben mich da ausgelacht und haben mir da, also, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das muss gehen. Und dann bist du so einer, der danach fragt, wie geht's, wie erklärt mir das und da presse ich jeden aus wie eine Zitrone. Und versuche natürlich selbst auch. Und durch Selbstversuche kannst du auch sehr viel lernen, weil dann sagst du, ja, das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Genauso wie beim Handwerk, wie haben die früher die Schindeldächer gemacht? Also, es wird beschrieben, aber so grob, weil das damals so selbstverständlich war, dass man es jetzt aber nicht nachvollziehen kann. Ist ja kein Nagel drum. Also es das heißt, viel Wind, wenn du zu wenig Steine hast, dann fliegen die Schindeln weg. Dann hast
ja, dann kannst du den Himmel sehen. Das merkst du ja nicht. Nein, dann suchst du jemanden, der sich da noch so speziell auskennt. Zum Beispiel jetzt mit den Schindeln machen. Da kannst du leider keine mehr suchen. Okay. Du kannst zwar schon, aber die sagen dann meistens, ja, wir nageln es. Also ja, dann sind die halt einfach fest drauf. Aber ich muss ja die Dächer, wenn die über 100 Jahre leben sollen, was ich ja eigentlich davon ausgehe, wie sie es früher auch gemacht haben, müssen alle Dächer alle 5 Jahre umgedreht werden. Das heißt, du nimmst die Schindel in die Hand, du drehst das um, das Innen nach Außen, das Außen nach Innen und so weiter. Also immer wieder, bis die Schindeln dann so nach und nach immer wieder mal ausgetauscht werden. Manche heben ein bisschen länger, manche gehen eher kaputt. Da hat man zwar nie ein neues Dach, aber man hat immer ein gutes Dach. Mhm. Und so muss man das durchziehen. Alle 20 Dächer, die wir da haben, müssen jedes Mal umgedeckt werden. Alle 5 Jahre. Viel Arbeitsaufwand. Ja, das glaube ich. Und wie alt sind die Gebäude hier? Sind die alle aus einer Zeit oder alle ganz unterschiedlich? Das ist eine gute Frage. Also die Zeit, was wir jetzt vorfinden, ist die Zeit um 1700. Mhm. Also das heißt frühes 18. Jahrhundert. Das ist die Zeit, wo die Höfe sich am meisten verändert haben. Das heißt, die waren am Anfang vielleicht ein Drittel oder sogar 50% kleiner. Aber da waren sie alles noch Leibeigene. Dann ist die Leibeigenschaft abgelöst worden, dann sind sie zum eigenen Besitz gekommen und somit haben sie sich vergrößert. Also das war dann schon eine Zeit, die ja, eine Entwicklung gegeben hat nach oben. Also man hat das für sich dann gemacht. Ja, ja. Und darum ist das die Zeit, wo ich also zu 95% wirklich das darstellen kann, wie es wirklich war. Alles andere wäre zum Teil nur fragmentartig, so könnte es ausgesehen haben. Mhm. Und darum ist es die Zeit, wobei die Höfe, der ist zum Beispiel der Riederhof das erste Mal im 13. Jahrhundert erwähnt, dann ist die Wirtschaft, die ist um 1720, der Lukashof ist 1510 ist der gebaut worden, das kann man auch dendrologisch an den Balken erkennen, wann sie geschlagen sind. Also das kann man alles feststellen. Und so wie er jetzt da steht, war eben um 1700 und so zieht sich eigentlich das ganze Dorf durch. Und was hast du dann noch für Pläne? Wie soll es weitergehen? Es ist jetzt immer mehr geworden über die Jahre, gell? Was passiert jetzt da noch? Hausaufgaben haben wir genug. Ja. Also wie gesagt, die Häuser sind ja sehr intensiv in der Erhaltung. Und das andere ist wieder, dass wir eine andere Zeit haben. Unten am Eingang kommt dann die Jahrhundertwende. Das heißt, alles, was um 1900 entstanden ist. Und da haben wir dieses Jahr auch ein Gebäude, was wir eröffnen im April, ist die Winterstube Wege des Holzes. Das ist zusammen ein Interreg-Projekt mit Scharnitz Karwendel. Und die haben praktisch das Holz nach München geschickt, über die Isar praktisch. Scharnitz liegt ja an Ursprung von der Isar. Und wir haben das Holz an Inn runtergeschickt, über Holzdriften, über eine Bahn, jetzt, die ist zwar zu uns jetzt runtergegangen, aber das sind so Geschichten, wo man erzählen kann, wie auch die Waldwirtschaft bzw. die Ökologie eigentlich, die Umwelt sich verändert hat und wie wir die erhalten müssen. Mhm. Das ist am Ende eine Ausstellung und gleichzeitig auch natürlich die Winterstube selbst zu sehen, wo die Holzknechte im Winter gewohnt haben, wie sie gewohnt haben, was sie gemacht haben. Mhm. Ihre Bilder, ein Wahnsinn und ist teilweise noch gar nicht lang her. 70 Jahre ist eigentlich gar nichts. Also wie gesagt, die letzte Holzdrift war 1975. Ja, das glaube ich. Also, das gibt es nicht, was die damals gemacht haben. Ja. Unglaublich. Also Markus, ich glaube, da könnte man noch Stunden reden und sich hier deine ganzen Ideen und alles anschauen, was du hier machst. Aber wir sind leider schon am Ende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. So viel aus dem Wasmeyer-Museum hier ist immer ein Muss, wenn man am Schliersee ist. Ist eh klar. Machen Sie es gut. Bis morgen. Ich freue mich. Und mit diesen traumhaften Bildern unserer Heimat verabschieden wir uns von Ihnen.